Also Nephrologin ist eine Nierenspezialistin auf Deutsch. Das ist eigentlich ein Spezialgebiet der inneren Medizin. Und ich kümmere mich um Patienten, die Nierenprobleme haben. Also Patienten, die Nieren nicht normal arbeiten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, bis hin zur ganz schlechten Nierenfunktion. Also transplantierte Patienten, Nierentransplantierte, die ich betreue, aber auch alle, die vorher irgendein Nierenproblem haben. Also es ist häufiger als man denkt, weil es ist ein speziell, Nierenerkrankungen muss man suchen. Selten haben die Leute irgendein Symptom. Also man spürt es eigentlich nicht, man muss es in bestimmten Risikosituationen suchen. Also als Hausarzt muss man dem auf den Grund gehen, ob das jemand könnte haben. Es gibt so Risikopersonen, die das haben. Diabetiker oder Leute mit hohem Blutdruck. Oder jemand, der eine Familiengeschichte hat mit Nierenerkrankungen, dort muss man aktiv eigentlich das suchen. Wir haben ja alle zwischendurch einen hohen Blutdruck. Aber die Frage ist, wie lange das andauert. Und wenn das zu einem chronischen Zustand wird, dann ist das gefährlich. Weil es schädigt schlussendlich alle Gefäße im Körper. Also vom Herz über das Hirn, eben auch zu den Nieren. Und das muss man, wenn man das beweisen kann, dass das jemand hat, muss man das behandeln. Meistens auch mit Medikamenten. Also es gibt halt unsere Volkskrankheit, das ist eben der Bewegungsmangel und durch das so das Übergewicht, das viele Leute haben. Und das hat dann zur Folge, dass die Leute eher einen hohen Blutdruck haben, dass die Leute eher an Zuckerkrankheit, also an Diabetes erkranken. Und das kostet nachher wegen der weitergehenden Folgekrankheiten relativ viel. Und vorbeugen müssen wir halt, bevor man in die Breite geht. Mit der Ernährung schauen. Also viele Leute haben einen Bewegungsmangel. Also wir sollten uns mehr bewegen im Alltag. Das sind wahrscheinlich zwei wichtige Faktoren. Das sind sicher halt so Schicksalsschläge, die man zum Teil jemandem mitteilen muss, also eine neue Diagnose, die man stellt. Und das jemandem mitzuteilen, vielleicht auch jemandem, der noch jünger ist, aber auch bei älteren Leuten ist das nicht so einfach, das macht einem zu arbeiten. Und das Zweite ist sicher auch, wenn man bei jemandem nicht recht herausfindet, was los ist, aber ein grosser Leidensdruck da ist vom Patienten her. Das sind Sachen, die man dann auch mit heimnimmt und die ihm halt weiter beschäftigen. Ich tue es sicher immer, wenn mich etwas beschäftigt, auch mit anderen besprechen. Das ist der Vorteil an Gruppenpraxis oder einer Praxis, wo man halt auch noch andere Leute hat um sich herum, auch Fachleute hat, wo man fragen kann, wo man sich beraten kann. Und das ist extrem wertvoll. Und ich arbeite Teilzeit, also ich arbeite einfach an 3 Tagen und bin dann eigentlich von morgen bis am Abend hier und schaue Patienten an. Und wenn ich dann keine Patienten mehr habe, wenn die Sprechstunde in dem Sinn abgeschlossen ist, dann setze ich mich nochmal hinter den Computer, schreibe Anmeldungen, studiere Laborresultate und mache dann mehr noch so Schreibarbeitssachen. Also die Motivation, ich habe lange im Spital gearbeitet, jetzt in eine Praxis zu kommen, ist sicher auch eine Veränderung. Ich wollte eine Veränderung im Sinne, mehr auch noch Patientenkontakt zu haben. Und Gruppenpraxis, jetzt auf Gruppen bezogen, war klar, dass ich einen Austausch brauche. Ich bin mir gewöhnt, im Team zu arbeiten und kann mir nicht vorstellen, irgendwo alleine etwas zu machen. Einfach auch, weil man sich eben, man kann andere Leute fragen, man kann sich beraten. Man kann Sachen besprechen, die ihn beschäftigen, und das ist mir extrem wichtig. Wenn ich daheim bin, also ich habe noch Familie, dann schaue ich zu den Kindern, mache wie alle anderen auch Haushalt, gehe einkaufen, gehe meinen Hobbys nach und genieße das Leben.